und herzlich willkommen zu einer neuen Runde im Mittelalter bei Bridge Constructor. Wir haben das große Rüsten und wir sollen wahrscheinlich mal wieder Waffen liefern. Lass mindestens 3 Feinde in die Flucht. Oh, wieder eine coole Quest. Cool. Ja, unsere Brücke soll hier entsprechend ausgebaut werden. Dann machen wir das einfach mal. Einmal, zweimal, dreimal, viermal. Das wird natürlich noch nicht reichen. Was haben wir denn zur Verfügung? Wir haben auch normales Holz zur Verfügung. Dann bauen wir hier jeweils eine Strebe mal ein. Und schauen uns an, wie die anderen denn reagieren. Okay, damit kriegen wir nur 2 in die Schlucht. Das heißt, wir bauen hier noch entsprechend 1 ein. Nehmen hier noch jeweils ein Seil. Sollte dann eigentlich reichen. Schauen wir, der erste Teil hält. Zweite. Und unsere Brücke ist zu gut, weil die Feinde kommen durch. Okay, wir müssen das Ganze ein bisschen instabiler machen. Das heißt, wir nehmen den Teil hier raus. Die Seitenverstrebung. Rot und alle, der da hinten überlebt. Nein, das gibt's doch nicht. Okay, wir machen das Ganze noch ein bisschen instabiler. Das heißt, statt einer normalen Baumstamm nehmen wir jetzt hier ein Prisma. Das ist ein ganz klein bisschen weniger belastungsfähig. Es neigt sich schon schön. Alle sind drauf. Jetzt sollte es einstürzen und alle gehen runter. Ciao, tschüss. Alle 6 Feinde wurden besiegt. Ja, das war die Runde hier bei Bridge Constructor. Ich danke euch vielmals. Oh, was schauen wir noch? Ja, weiter passt schon. Bewertung kommt später. Ja, das war die Runde. Jetzt kommt das letzte Level von Bridge Constructor in der Welt Nummer 3, das große Rüsten. Ich danke euch vielmals fürs Zuschauen, denn die Folge kommt erst morgen. Ja, wir sehen uns dann hoffentlich und bis dann. Ciao, ciao.